Hallo und herzlich willkommen hier bei Top oder Flop. Wir nehmen mal wieder ein schönes Spiel für euch auf und testen das einfach mal so an dieses Meistes. Amello. Das Königreich Amello ist eine Königreich der Magie und Wunder. Doch schleicht ein dunkler Schatten über dieses Land. Unser einst mächtiger König wurde von der Böswilligkeit der Fäule berührt. Und jetzt bedroht sein Tyrannei und sein Wahnsinn das Reich, das einst vereinte. Helden, ihr müsst mit allen erforderlichen Mitteln König oder Königin von Amarello werden. Aber Vorsicht, Amarello ist ein Spiel des Chancen und des Verrates. Kein Spiel wird dem anderen gleichen. Und oft werdet das Schicksal und eure Gegner grausam zu euch sein. Doch vergesst nicht, es ist das wagemutigste Held, der die unvermeidbar erscheinende Niederlage abwenden und den Sieg erlangen kann. Okay. Möge der Mond über euch scheinen, Tanne. Die Ältesten werden unruhig, ein dunkler Geruch verdirbt die Luft. Wir vermuten dunkle Kräfte am Werk. Wir vermuten, es ist die Fäule. Ein Ritter des Wolfklans erwartet euch an den Toren des Südbank. Er berichtet von Hinweisen auf Rattenclan-Aktivitäten. Vielleicht steckten sie dahinter der Verderbnis. Wir haben euch einen Führer geschickt, der euch zur Siedlung leitet. Es ist zwar ein recht bäriger Geselle, aber auch ein erfahrener Entdecker, der euch einen guten Dienst leisten wird. Okay. Hallo Tanne, hat den Höllenmutter euch von mir erzählt? Hat sie, ich weiß, dass sie es getan hat. Ich sehe ihren Brief. Auf geht's, juhu. Okay. Eure erste Aufgabe befindet sich in der Südbank. Begebt euch dorthin, indem ihr Facheln reißt. Ein von Bergen bei AP bitte. Okay. Beenden. Okay. Okay. Eine bekleidete Gestalt schießt aus dem Toren Südbanks hinauf. Sie hält ein blutiges Messer, eine Kappe ist sie auf die Ferse. Tanne, stoppt ihn, schreit sie. Okay. Okay, 50-50 Chance. Gewonnen? Yay, wir haben gewonnen. Wärt ihr nur früher gekommen, die Bestie hat angegriffen, während wir auf euch gewartet haben. Sie hat meinen Meister getötet. Guck mal, Tragödie, wehe, wie soll ich weiterleben? Naja, sucht ihr nach einem Knappen? Diese könnte sich als nützlich erweisen, Tanne. Ich habe einen neuen Meister. Ich werde euch bis ans Ende der Welt folgen.
gleich nach einem Nickerchen. Ich brauche Schlaf. Meine Füße tun immer noch weh. Okay. Wenden wir mal den Zug. Die Runde von Amarello wechselt mit Tag und Nacht. Du musst euer Gold, es wird benutzt, um Gegenstände und Spindeleikarten zu spielen. Lasst uns anfangen. Ihr solltet den Tagebücher durchlesen, die ihr gefunden habt. Okay. Sehr, ich habe ein paar Vorräte meines Meisters zusammengetragen. Ich bin sicher, es würde euch da halten. Okay, gegen einen Preis. Wir sollten dieses Schwert und dieses Schild ausrüsten. Sie werden sich sicher als nützlich erweisen, bevor wir fertig sind. Okay. Ihr könnt diese aus euren Anfänger rekruten, indem ihr sie aus eurem Stapel zieht und in den Starbereich zieht. Okay, perfekt. Auf geht's. Heute durchqueren wir einen Sumpf. Ein harter Marsch. Wir werden uns wohl ein oder andere Mal Ratzer fangen. So, Steinkreis sind uralte Städten, durchdrungen von den Macht der Wildnis. Sie stellen, bei denen, die sie betreten, eine Gesundheit wieder her. Wir nehmen lieber die Gerüstung. Okay, fortfahren. Ich werde ehrlich sein, ich bin froh, dass wir sie nicht gefunden haben. Ich möchte nichts mit den Freunden des zu tun haben. Lass uns ein Lager aufschlagen, wir können morgen damit beginnen, versuchen, ihn aufzuspüren. Tanne von Wolfenclan. Einhändigt uns die Puppe aus oder sterbt auf Befehl des Königs. Es ist verrückt, wir haben die Voodoo-Puppe nicht einmal. Wieso greifen die Königswachen an? Wir haben nichts Schlimmes getan, das ist Wahnsinn. Morelle haben 16 Kohle. Wert ist ein Angriff. Bild ist eine Verteidigung. Sonne sind Angriff bei Tag und Fehlertreffen bei Nacht. Mond sind bei Gelegenheitstreffen bei Tag und... Ah, okay. Okay. Die Brüder des Kampfes zeigen deine beiden Kämpfer ihre relevanten Gegenstände an Hand und Fähigkeiten, während ihre Würfel gesperrt sind. Deine Affinität des Wolf-Clans ist die Nacht. Sie erhalten 1+Würfe, wenn sie nachts Herausforderungen begegnen. Okay. Okay. Autsch. Ja, gewonnen. Nein, noch nicht. Okay. Mist. Das
Das ist nicht gut. Habt ihr das gesehen? Auf uns ist jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt. Der Königswache wird Jagd auf uns machen. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Schnell! In Amarello regt sich die Dunkelheit. Die Zeichen der Läufe sind zurückgekehrt. Ein gejagter Wolf zum Rückzug gezwungen. Okay. Schauen wir mal, was uns das komische Wiesel bringt. Okay, wir sind eine Wiese. Seid gegrüßt, Mercirios. Unsere Ohren im königlichen Palast hören von einem Geheimplänen. Danis scheint viel von seinen Fähigkeiten zu halten. Ihr jagt nach Werkzeugen der Fäule. Der König hat eine Falle für ihn vorbereitet. Auf dem Kopf wird ein Kopfgeld ausgesetzt werden. Ein Kopfgeld, von dem wir erwarten, dass es ihr erlangen werdet, lernt ihm den Konsequenzen seines Spielens mit den Fäulen und befindet danach die Werkzeuge für euch selbst. Nadfinet, die Meisterspionin, erwartet euch in Südbank. Ihre Fähigkeiten werden euch von Nutzen sein. Für Glück hattet eure Klinge scharf und eure Zunge schärfer. Vergesst nicht, diesen Brief zu zerstören. Auf geht's, Zeit zu gehen, Geld Mauritius. Okay. Auch nur drei. Okay. Warte, ich will nicht anhalten. Ich raste, ohne zu wissen, wo ich Tanne lauert. Wende das Gold, um Waldläufer anzuheuern. Spät um dunkel Schloss herum, wird auch durch das letzte gesehen. Okay. Auf Befehl des Königs wurden überall in die Siedlung von Südbank eine Ausgangssperre verhängt. Wir suchen nach Komplizen. Dann hat eine Schwindelkarte als Gefahr aus dieser Siedlung gespielt. Eine Gefahr ist eine Falle. Betreten die Kachel und ihr werdet mit ihrer Herausforderung konfrontiert. Scheitert ihr, werdet ihr den Effekt der Karte auslösen. Okay. Die Erlangen des Kopfgelds auf Tannes Kopf werden wir Ansehen ihres Königs erhalten. Okay. Okay. Okay.
Welche Befehle, okay. Schauen wir mal. Weiter geht's. Garten werden neu gemischt. Informationen haben ihren Preis, Maurizio. Da müssen wir hin. Tan ist auf dem Weg zu den Bergen. Hm. Könnte die Dinge verkomplizieren. Gib mir etwas Zeit, um mich in Kontakt zu sprechen. Ruht ein wenig aus. Okay, eine Weile aus. Mal sehen, was passiert. Es wird jetzt auf jeden Fall erstmal Nacht. Dann ist zurück in sein Clangebiet. Er ist immer noch auf dem Weg zum Winterhornberg. Geneigt, seine Pläne zu stören. Wir können ihn aber nicht schaden, während er sich bewegt. Das ist kein Problem. Wir handeln einfach dort, wo wir wissen, dass er sein wird. Heute ein paar Söldner an, die auf dem Flinkfußhügel lauern sollen. Das wird ihn von Berg verabschieden. Das wird ihn abbremsen. Okay, damit sind wir auch schon am Ende dieses Let's. Es ist ganz witzig, aber ich glaube, ich würde es nicht spielen. Nein. Klar, wenn sich jetzt 3-4 Leute wünschen würden, eventuell, aber sonst freiwillig nein. Also sage ich euch bis dahin, schwinke winke, tschüss, eure Moni.